für den Hering. Wer von euch hat ab und zu Stress mit den Eltern? Also, sieht schon ganz anders aus. Wer von euch kennt die Situation, dass eure Eltern euch nicht verstehen? Manchmal. Und ich habe die gleiche Situation gehabt. Ich bin der Erstgeborene von drei Kindern, habe zwei Schwestern und ich kann euch wirklich sagen, der einzige Problemfall in der Familie, das war ich. Komischerweise war bei den anderen beiden Mädels das nie der Fall. Aber alles, was ich gehabt habe, das musste ich mir sauer erkämpfen. Und ich habe das oft erlebt. Und oft gab es den Moment, wo ich wirklich über meine Eltern nichts Gutes gedacht habe. Und mich wirklich auch unverstanden gefühlt habe. Und irgendwann habe ich mal entdeckt, dass man von Jesus Christus sagt und dass im Hebräerbrief davon geschrieben steht, dass er uns verstehen kann, weil er alles genauso wie wir durchlitten hat. Nur blieb er ohne Sünde. Aber das ist das Geniale, in Jesus Christus habe ich jemanden gefunden, der mich kennengelernt hat, der mich kannte und der mich versteht. Auch wenn ich Jesus nicht so gegenüber habe wie ihr, weiß ich doch, er ist da und er versteht mich. Ich kann euch da auch ein Beispiel davon berichten, als wir in Stuttgart waren. Ich habe meine Frau vom Bahnhof abgeholt und ich habe noch ein paar Stunden Zeit gehabt und bin einfach in Stuttgart spazieren gegangen und kam eine Rolltreppe. Und in Stuttgart, zumindest damals, vor einigen Jahren war das nur, dort traf sich die ganze Trögerler-Szene. Und dann habe ich eine junge Frau kennengelernt, 17 Jahre. Das hat sich dann im Laufe des Gesprächs alles rausgestellt. Ich habe sie gefragt, wie lange bist du schon auf der Straße? Sagt sie, seit 4 Jahren. Also mit 13 ist sie obdachlos geworden. Und ihre Eltern wohnen aber in Ludwigsburg. Und wir haben eine ganze Zeit lang geredet und plötzlich ist etwas sehr Wichtiges passiert. Das Mädel hat angefangen zu weinen. Und das war in dem Moment, ich hoffe, ihr versteht es richtig, das Beste, was ihr passieren konnte. Denn plötzlich kam wieder etwas hoch, was in ihrem Leben verschüttet war, nämlich Gefühl. Und alles hat damit begonnen, ich möchte mich da nicht in den Mittelpunkt stellen, aber es war einfach so, dass ich dieses Mädel wahrgenommen habe. Jeden Tag gehen Tausende von Leuten die Rolltreppe hoch und sie gehen an den Leuten vorbei und sie registrieren sie nicht mal. Trau dich deinen Freunden von Jesus zu berichten, heißt, sieh deine Freunde mit den Augen an, wie Jesus sie sieht. Menschen haben mich wahrgenommen, Menschen haben mich ernst genommen. Deswegen haben sie mir von Jesus erzählt. Und Menschen waren an mir interessiert. Nicht an meinem Geld, nicht an meinen Klamotten, nicht an meiner Musik, sondern sie waren an mir interessiert. An Menschen, die mich zum Teil gar nicht kannten. Erzähl mal, wie ist denn da in der Schule? Wie empfindest du die Jugendlichen dann? Naja, also es ist immer ziemlich schwer, weil sie interessieren sich nicht für Jesus und sie sind eben alle ganz anders als ich, als Christ zum Beispiel. Ich empfinde so viel anders. Sie gehen zu Partys, besaufen sich, lassen sich vorlaufen und so. Und ich sehe sowas als eher so schlimm an. Ich gehe eher dafür in Gottesdienst und so. Und sie sind alle ein Stück anders. Also. Ja. Und gut, was meinst du? Kann man das ändern? Kannst du das ändern? Ich denke schon. Nur jetzt muss ich damit anfangen, weil ich habe mich bis jetzt noch nicht so ganz getraut eben. Also ich habe schon immer gesagt, Mensch, möchtest du mal mitkommen und so, aber es war immer eine Distanz da, jetzt Menschenfurcht und so, weil ich mich immer nicht ganz getraut habe. Was meinst du, worin kannst du Sicherheit finden? Naja, ich glaube einfach, dass ich es einfach öfters mal ausprobiere und auch mit Gott da durchgehe. Also, dass ich sage, ja Gott, ich möchte es jetzt mit dir durchleben und nicht alleine da so mir irgendwas zusammenreimen, sondern schon sagen, Gott, hilf mir jetzt. Und wenn ich mal Probleme habe, dann habe ich ja immer noch Gott. Christsein beginnt damit, dass ich Menschen wahrnehme, dass ich Menschen sehe, dass ich Menschen registriere. Ihr werdet es in der Bibel feststellen. Als Jesus Christus nach Jericho reinkam, könnt ihr mir erzählen, wer ihn da bemerkt hat? Wer hat reagiert? Wer sich in der Bibel auskennt, weiß es. Viele Menschen sind mit ihm gelaufen. Wer hat registriert, dass Jesus vorbeiläuft? Der Blinde. Und was hat er gemacht? Er hat angefangen zu schreien. Er hat auf sich aufmerksam gemacht. Und oftmals haben wir in unserem Kreis, in unseren Klassen, in unseren Städten, wo wir wohnen, Jugendliche, die schreien schon gar nicht mehr, weil sie gar nicht registriert werden. Und wir ganz oft Dinge gar nicht mitbekommen, was in ihrem Leben wirklich läuft. Und wir ganz oft gar nicht bemerken, da geht eigentlich jemand zugrunde. Entsprechend natürlich die Frauen auch in besonderer Weise. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es Mädels gibt, die magersüchtig sind. Und kein Mensch bemerkt es. Kein Mensch registriert es.
Und da frage ich mich manchmal, sind wir schon so vernagelt? Sind wir so, schon so in unserer eigenen Arbeit? Was für eine Beziehung hast du zu Jesus? Das ist eine ziemlich schwere Frage, also eigentlich eine ziemlich direkte Beziehung. Ist einfach mehr als ein guter Freund, man kann ihm alles sagen. Vor allem hat man damals das Gefühl, dass wirklich jemand zuhört. Wie kam es denn zu dieser Beziehung? Ursprünglich durch meine Eltern, also ich gehe eigentlich schon in die Kirche, seitdem ich laufen kann. Und auch durch verschiedene christliche Freizeiten dann, zum Beispiel bei Wort des Lebens am Starnberger See. Und was meinst du, wie hat es dein Leben beeinflusst oder hat es überhaupt dein Leben beeinflusst? Auf jeden Fall, dass ich teilweise dann mit manchen Leuten nicht mehr so gut klarkam wie davor. Aber auch, dass ich neue Freunde dann gefunden habe. Und vor allem hat es mir dann auch gezeigt, dass ich Freunde habe, denen das dann also nicht direkt egal ist, aber die mich so akzeptieren, dass ich Christ bin und dass es für die auch okay ist. Und ich staune immer wieder, dass ich dann 14-, 15-, 16-Jährige treffe, die wollen mir was vom Leben erzählen. Die sagen mir dann, wie cool es ist, zu saufen, bis man kotzt, oder? Die erzählen mir dann, wie toll es ist, mit Freundinnen zu schlafen, jede Nacht eine andere. Denke ich, was habe ich denn gemacht die letzten 14 Jahre, wo ich verheiratet bin? Dann klären mich 14-jährige Jungs über Sex auf. Staune ich immer wieder. Und ich denke eigentlich dabei, in Wahrheit haben sie nichts, worauf sie ihr Leben wirklich begründen können. Ja, ich möchte sagen, dass ich dankbar für meine Mutter bin, dass ich über die zum Glauben gekommen bin und dass ich wirklich glücklich bin so als Christ, auch dass ich mich dazu bekannt habe und dass ich mich dadurch wohlfühle. Freundschaft, und das ist der entscheidende Punkt, Freundschaft ist die unbequeme Anforderung an Menschen, sich entscheiden zu müssen zwischen Ehrlichkeit und Einsamkeit. Und was heißt es? Manchmal schaffen wir es, ehrlich zu sein, ohne zu sagen, was Sache ist. Aber manchmal müssen wir bereit sein, Einsamkeit in Kauf zu nehmen, um den Leuten sagen zu können, wer sie am meisten liebt. Leute, die ohne Jesus leben, und mir sagen, sie sind nicht einsam. Sie sind in Wahrheit viel einsamer. Jesus hat sich für die Ehrlichkeit entschieden. Und da möchte ich euch sagen, lernt von Jesus. Er hat sich für die Ehrlichkeit entschieden. Er hat den Menschen klar erzählt, was Gottes Ansichten waren. Und er hat Freunde verloren, und zwar alle. Und er ist am Kreuz gestorben, er hat vor Menschen gelitten. Und doch hat er die Welt verändert. Und doch hat er Menschen Mut gemacht. Und doch hat er, und das ist das Entscheidende, er hat Menschen geliebt. Wenn ihr Freunde für ein Leben mit Jesus gewinnen wollt, wenn ihr euren Freunden von Jesus weitersagen wollt, dann wird es euch leicht fallen, wenn ihr diese Freunde liebt. Nur dann sind es wirkliche Freunde, wenn ich sie wirklich lieb habe. Jesus hat, um das mal deutlich zu machen, am einen Beispiel, Jesus hat dem reichen Mann gesagt, verkauf alles, was du hast. Und er hat ihm die Möglichkeit gelassen, entscheiden musst aber selber. Und er ging weg von Jesus. Andererseits glaube ich, dass wir Leuten deutlich machen müssen, Jesus ist der Inhalt meines Lebens. Und wo ich hingehe, geht er auch hin. Und wo er hingeht, da gehe ich mit. Und deswegen ist die Sache eigentlich untrennbar. Das heißt, ich kann Leuten immer wieder neu erzählen, ich habe dafür gebetet. Und ich habe erlebt, dass Jesus mir geholfen hat. Natürlich kann es sein, dass sie eines Tages dir den Laufpass gibt. Es kann sein, dass ihr 25 Jahre lang nichts mehr voneinander hören werdet. Aber das, was sie erlebt hat, wird sie nie vergessen. Ich habe Leute kennengelernt, die haben mir mit 70 Jahren erklärt, ja, das war so ein frommer Spinner. Die haben 70 Jahre später noch, 50 Jahre später noch gewusst, was er von Jesus erzählt hat. Aber sie haben es nie angenommen. T-Mobil ist ein Arbeitszweig von Jugend für Christus. Gibt schon seit 30 Jahren und doppelt so lange. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in so eine Arbeit einsteigen würde, denn ich habe als ganz junger Christ den Laden kennengelernt. Vorgenommen, gehst du nie rein und heute arbeite ich in so einer Arbeit drin und bin ziemlich viel unterwegs. Aber ich finde die Arbeit faszinierend, weil ich dorthin gehen kann, wo die Leute sind, die ich erreichen will. Jetzt, warum willst du die Leute überhaupt erreichen? Weil ich, aber wie gesagt, glaube, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, ihr Leben füllen mit Inhalten, die keinen bleibenden Wert hat. Es gibt natürlich, kann man natürlich schon ein Fundament bauen, eine Erinnerung bauen, wo Menschen in 300 Jahren noch wissen, das habe ich gebaut, aber das ist nicht das Gleiche. Sondern ich glaube einfach, dass unser Leben gefüllt werden muss mit einem Inhalt, der schwierige Zeiten durchstehen kann. Und ich entdecke, je mehr Schwierigkeiten es gibt in der Welt, desto mehr suchende Menschen gibt es. Ich habe ja vorher erzählt von einem Sterbefall, wo Leute sich plötzlich im freien Fall befinden und sie haben kein Netz, sie haben keine Antworten, die aber für sie existenziell wichtig werden. Und ich merke,
wenn Leute früher die Frage gestellt haben, mit 35, mit 40, stellen Jugendliche heute mit 15 die gleichen Fragen, weil sie oftmals mit 15 schon so viel Elend erlebt haben, auch in Deutschland, dass sie einfach merken, sie brauchen etwas, was sie hält, oder aber sie haben nichts und dann ja, investieren sie sich in irgendeinen vergänglichen Inhalt. Manchmal reicht es einfach, jemandem wirklich zu sagen, du, ich finde es toll, dass es dich gibt und dass Jesus dich liebt. Was hindert dich daran, das deiner Freundin zu sagen? Ich finde es toll, dass es dich gibt und dass Jesus dich liebt. Wenn du es nie tust, wird auch nie was zurückkommen. Um das vereinfacht zu sagen, wenn sie nicht zum Edeka geht und eine Palette Merci kauft und es ihren Eltern gibt, werden ihre Eltern niemals wirklich bestätigt werden in dem Sinn, es hat sich gelohnt. Also sie muss etwas tun, damit ihre Eltern spüren, wir waren wertvoll für sie. Das war trotzdem wahnsinnig Überwindung. Ja, natürlich. Warum? Aus Angst davor? Richtig. Wir könnten Menschen verlieren. Wie wichtig ist dir deine Freundin? Versteht ihr? Das sind die zentralen Fragen. Wir können oft theologische Vorträge halten, aber das bringt es nicht. Die ganz einfache Frage ist, wie sehr habe ich die Leute lieb? Wie geht's euch, wenn ihr wisst, eure Freundin, die haben regelmäßig einen anderen Kerl, leidet ihr darunter? Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind und wieder Menschen werden, die fähig sein können, mit anderen Leuten zu weinen. Ich möchte euch das wirklich sagen. Auch wenn es jetzt eigentlich komisch vorkommt. Ich hätte echt jubeln können, als dieses Mädel dort in Stuttgart in der Unterführung angefangen hat zu weinen. Weil ich gedacht habe, endlich wieder Gefühl. 4 Jahre lang völlig verschüttet. Manchmal braucht es einfach diese ganz banale Tatsache, dass wir Menschen das ganz einfach erklären. Ich habe nun Theologie studiert, ich war an der Bibelschule und ich kenne diese ganzen theologischen Phrasen und alles, was wichtig ist. Und eines kann ich euch sagen, in dem Zusammenhang, je theologischer die Leute geschult sind, desto schwieriger fällt es ihnen, das Evangelium ganz einfach zu erklären. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Mehr Scheinschick, ja toll. Und die Frage zum Beispiel, warum gibt es Krieg? Oder andere Fragen. Sind deswegen eine hervorragende Chance, weil wir selber Antworten finden müssen. Gespräche führen dazu, dass wir in der Lage sein können, oder ich muss andersrum sagen, meine theologische Ausbildung war nicht schlecht, aber die eigentliche habe ich auf der Straße gemacht, weil die wirklich wichtigen Fragen haben ja nicht die Theologieprofessoren in der Prüfung gestellt oder die Lehrer, sondern die Leute auf der Straße. Die haben mir die richtigen Fragen gestellt und ich musste Antworten finden. Es war die Frage der Erzieherinnen, wie erklären wir der Tochter, dass ihre Mutter 1,70 groß in so eine kleine Urne hineinpasst? Extrem schwierige Frage. Und ich habe gemerkt, ich habe eine ganze Zeit lang darüber nachgedacht, habe das auch mit Jesus besprochen, plötzlich war die Antwort da. Ist doch ganz einfach. Der sterbende Mensch verlässt die menschliche Hülle und geht dahin zurück. Ist natürlich ein Problem, wenn Leute nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Aber die Erde bekommt, was von der Erde genommen ist. Und Gott bekommt, was in die Hülle hineingelegt hat. Und ich habe an diesem Punkt wieder deutlich gemerkt, wie großartig es ist, dass Gott uns Informationen gegeben hat. Denn das steht in der Bibel. Der sterbliche Mensch verlässt die sterbliche, die vergängliche Hülle, geht dorthin, wo er hergekommen ist. Aber da komme ich nur dazu, wenn ich den Fragen, die Leute mir stellen, nicht ausweiche, sondern nach Antworten suche. Das Problem, dass du Fragen nicht beantworten kannst, ist nicht das Problem. Das Problem ist dann, wenn wir die Fragen, die wir nicht beantworten können, unbeantwortet lassen und nicht nach Antworten suchen.